Das wäre witzig. Würde ich feiern. Mag Bus fahren. Du Arschloch! Samu! Man muss im Hintergrund so Hardcore-Metal einfügen. Alter, du warst so neu. Du war Amo bei uns ein neuer Busfahrer gewesen. Der war Adi hatte. Dann ist er einfach mal bei einer Bushaltestelle vorbeigefahren. Das war nur. Ja, das passiert, das hat er bei mir auch schon. Ja, das war nur die 5 Stunden und das ist die einzige Bushaltestelle in dem Ort. Und ich sag nur so zu dem. Entschuldigung, aber ich muss doch aufsteigen. Nee, da ist keine Bushaltestelle. Ich muss jetzt erst bei der nächsten halten. Da war ich mal um einen anderen Ort. Meine Mutter hat geschafft. Ich bin eigentlich nie mehr von einem anderen Ort in mein Wohnort gekommen. Ja, was habe ich dann gemacht? Jo, bin ich halt mal gelaufen. Eine Stunde lang. Mit dem Ransen in der Hand. Oder eher gesagt auf dem Buckel. Die Spatter schott ich in der Hand. Und denke ich einfach nur so. Warum eigentlich lebe ich noch? Und dann nicht mehr jedes Mal so. Sie fahren mich immer wieder nach Hause. Sie lassen es so wirken, dass es an kalten Sommertagen kalt im Bus ist und an heißen Sommertagen trotzdem saukalt im Bus ist. Man wird in beiden Fällen krank. Yay. Ich habe immer die Klimaanlage dann so stark an. Und sagen sie, macht nur das Fenster auf, hier ist es viel zu kalt, viel zu heiß. So, dann machst du das Fenster auf und so, Entschuldigung, aber ich sitze im Zug. Das ist mir so ziemlich scheißegal, ja? Ich hab warm, also wird das Fenster aufgemacht. Und ich bekomme Glorak. Also nein, das würde ich jetzt nicht im Bus schreien, aber... Stell dir mal vor, so der Busfahrer kommt. Ich bekomme Glorak. Nee, bei uns gibt's jetzt also ich glaube schlimmste, was bei uns zum Bus geben kann, ist, wenn halt wirklich, wenn man im Sommer einen Bus erwischt, dann da keine Klimaanlage, was gibt's, wäre die haben nur Heizung. Und ja, ohne Klimaanlage in diesen Bussen, wo zum Teil mal mittags ein paar mehr Schüler drin sind. Ja, da freue ich mich dann, wenn er hält und mal heiße und nicht total heiße Luft reinkommt oder so. Ja, heiße Luft kommt meistens sowieso raus, aber das ist ja egal. Gut, das ist halt, na, das ist dann halt einfach wieder so, weißt du, das machen dann bei uns einfach die Busfahrer so, die Busse, wo keine Klimaanlage haben, das sind ja dann meistens so total alte, noch ohne Sicherheitssysteme und so, und dann lassen die einfach die Türen auf und sagen, wenn ihr euch hinsetzt, dann kann ich die Türen auflassen beim Fahren. Ja, ich denke mir dann nur so, ja, bei uns würde das gehen, wir fahren durch die Stadt und Land. Bloß dieser Bus, der das macht, der fährt über die Autobahn. Was? Okay, Bus wird automatisch auch ein bisschen komisch. Der sagt einfach nur so, das war immer so ein alter Busfahrer. Da bin ich einmal mitgefahren zu einem Freund, nie wieder. Ja, hebt sich einfach gut fest, wenn es über die Autobahn geht. Ich habe einfach direkt neben der Tür gesessen. Mein Ranzen, mein Leben, mein alles, Hilfe. Und der andere dann sitzt spontan neben mir. Ha, endlich mal ein frisches Lüftchen. Geil. Und ich denke mir einfach nur so, ja. Gut, also, nein, da kann auch nichts passieren, nein. Als er dann immer die Türen aufgelassen hat und an der einen Ampel gestanden hat, obwohl da keine Bushaltestelle war und wir dann normalerweise dafür geschlagen werden, nein, da steigen dann einfach Leute ein. Echt? Wenn die Ampel rot war, waren Leute eingestiegen, wenn sie grün war, dann halt eben nicht. Gut, kann man machen. Also... Bei uns in der Stadt, da erlebst du schon cooles Zeugs. Leute, die in Busse einsteigen, Busse, die Amokversuche haben, Busse, die einfach mal denken, ich lass die Türen auf, ich bin zu faul, um auf den Knopf zu drücken. Ja, das gibt's immer mal, ne? Gibt's auch in den schlimmsten Familien. Oh, gucken, wer ist denn da? Gary. Jurung macht grad gute immer. Arbeit. Obwohl ich einen Missklick hatte, hat die Eiseskälte getroffen. Sehr gut. Eiseskälte, echt in Ernst? Ja, ich hatte gerade so einen Slot frei und es hat's erlernt und da habe ich gedacht, jo, YOLO. Wenn's den Slot noch bis zur Liga frei hat, habe ich halt noch YOLO bis zur Liga mal Eiseskälte. Kann man schon auf Spiele, muss man nicht. Ja, nee, da einfach so, scheiße, ich habe nur noch 1 KP. Das Pokémon, das lebt noch zu 100%. Alles oder nichts. Eiseskälte! Also ich muss erstmal einen Gegenschlag beämmen, der reicht nicht aus. Nein, warum? Was mache ich? Lel. Ach scheiße, er kann jetzt fast mit einem KP bei dir, der mit Gegenschlag übercool gewesen, aber ich glaube, ich muss mal schnell heilen gehen gleich.
eigentlich für eine Kack-Arena? Was, die Gift-Arena? Ja, nee, die Psycho. Psycho, hä? Ah, die Gift-Psycho, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, man erkennt sogar halbwegs die Wände. Natürlich sage ich ja voll unsichtbar. Oh, fliege ich eigentlich gerade hier hoch? Voll Swipe war, keine Ahnung, egal. Okay. Da sind die Wände, da sind Wände. Ich schwimme gerade ein bisschen leise im Verhältnis, kann das sein? Ja, ich rede gerade ein bisschen leise. Ich bin gerade in meiner Konzentration. Ich finde gerade keinen Eingang durch die Wände. Ah, da, doch, da. Da. Nein, doch nicht. Ah, Kacke. Wo ist denn hier der Eingang? Ah, da oben. Ganz da oben. Da kann man hingehen? Habe ich gar nicht gewusst. Meister Koga macht Yoga. Schlechter Reim, ich weiß. Ich glaube, ich gehe jetzt mal schnell Pokémon heilen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Obwohl, kann man hier, gibt's hier nicht irgendwo noch so eine Krankenstation oder sowas in der Art? Wir müssten gerade Jubiläum... Ah nein, müssen wir nicht. Scheiße. Noch nicht. Bald. Bald hätten wir Jubiläum feiern müssen. Voll entwickeltes Team, aber Trashl ist ja noch nicht entwickelt. Das Pokémon, das irgendwie bisher noch nie zum Team gehörte. So, und jetzt wird erstmal unten wieder bei mir total rumgeschrien, weil sie ja alle denken, ich lebe alleine in diesem Haus, ich kann schreien, wann ich will. Alter, wieso schreien die denn so? Sind die ein bisschen geisteskrank oder so? Ja, ich glaube, ich gehe mal schnell hier meine Pokémon unten heilen. Ja, ich gehe nochmal ins Pokécenter, egal. Der Nidoqueen, der nicht. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ich heile deine Pokémon. Kennst du von Suisho Maru den Song? Ich finde die voll cool. Pokémon, wo einfach so voll auf die Melodie singt und ich denke nur so, das hätte ich nicht hingekriegt. Wo er seinen eigenen Pokécenter-Song erfunden hat. Ich würde es ja mal voll feiern, wenn das dann in so ein Spiel reinkäme. Jedes Mal, wenn du ins Pokémon-Center reingehst. Ja, ich fährt schon musikalischer schon Talent, das finde ich cool. Ich mag YouTuber, die nebenbei noch mit Musik was machen. Da gibt es ja relativ viele eigentlich Let's Player, die mit Musik noch viel am Hut haben. Das ist gar nicht mehr so schlimm eigentlich. Also, als Musikerherz, das freut mich schon. Ich bin bei Koga. Dim Yoda. Master Yoda. Was? Das glaube ich genau gerade das gleiche gedacht wie ich. Hey, was mit Master Yoda? Ja, ich hab da auch irgendwie gerade an Yoda gedacht. Sag mal, wir bekommen nur Besuch. Jetzt ist der nächste hier. Also, meine Fresse, ey. Mein Peter. Oh. So, ich weiß doch gar nicht, ob ich jetzt die Ebene fertig erkundet hat. Ich glaube ja zum Teil, deswegen, naja, gut. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen schlafen Giftattacken sollst du verzweifeln. Du bist ein Psycho-Trainer, oder? Seine Antwort lautet ganz gepflegt. Nein. Er ist doch der Psychotrainer. Nein. Ist dann nein. Die andere da, Sabrina, gell? Sabrina ist die Psychotante, die ist cool. Stimmt, das war ja nur in gelben Dings vertauscht, ne? Ja, der Ordensname ist bis heute noch vertauscht, weil hier kriegt man den Sumpforden, kriegt man von Sabrina und den Seelenorden von Koga. Das macht eigentlich keinen Sinn. Nee, also. Da denke ich mir einfach nur so, Leute. Wer hat denn da schon wieder Scheiße gebaut? Das liegt halt auch schon an Pokémon der Arena, das liegt halt dort schon Quatsch ein bisschen. Scheiße, das ist ja Level 43. Ja, das ist Mokmok, ist Level 43, genau was es ist. Weißt du was, Simsalabim. Was, Simsalabim? Oh, chill in life, ey. Ich habe glaube ich kein einziges Pokémon, was so krass drauf ist wie Simsalabim. Ich auch schon. Ja, ich habe ein paar Hartgeschütze auf und ein paar Weiche. Unter die Weicheren zählen Pixie, Yugong und Nocturne. Unter die Härteren Simsala, Glurak und später Brutalanda. Ich fahre kein einziges hartes Geschütz auf, so alles. Ich bin mit Nidoqueen, Turtok, Akani, Kokoba, Ibitak und Magneton echt
Also, das ist echt gar nichts im Vergleich zu dem, was du abziehst. Glurak kann ja auch fliegen erlernen. Weißt du, ich ignoriere gerade. Weißt du, ich klicke einfach gerade bei Simsala die ganze Zeit nur Psystrahl und ignoriere voll, was eigentlich da passiert. Und tu währenddessen lieber mal mein Team planen. Stimmt, aber Glurak könnte auch fliegen erlernen. Er lernt Glurak in Gen 3 bzw. 4 bzw. 5. Er lernt Glurak hier überhaupt noch eine gute Flugattacke, abgesehen von Flügelschlag? Nein. Als ob Luftschild wird es ab Gen 4 vielleicht erlernen oder ab Gen 5. Aber. Ja, aber ich meine halt eben, das hier Sturzflug ist ja alles so ein bisschen gemischt, weil. Die Alternative. Nee, es gibt nur Attacken aus Gen 3. Was von Attacken ist nur Gen 3. Ach, Luftschild gibt es erst ab Gen 4. Ja. Ah, okay. Ja, dann kann ich dem auch Fliegen eigentlich geben. Schlechter ja, Aeroass ging halt noch, die TM. Aber sonst gibt es ja nicht viel stärkere Flugattacken. Es gibt noch Bohrschnabel. Ja. Das kann Glurak passiert nicht lernen. Es gibt Sturzflug, das kannst du auch nicht lernen. Was gibt es noch an stärkeren Flugattacken? Es gibt Himmelsfeger, das könnte es gegebenenfalls lernen. Weiß ich nicht. Es gibt Zenitstürmer, das kannst du mit Sicherheit nicht lernen. Es gibt Akrobatik erst ab der 5. Gen und was gibt's noch, was lernen könnte? Oder Flugattacken generell stärker sind. Orkan kannst es lernen. Ich glaube, es kann es nicht mal lernen, aber wenn, da gäbe es erst ab der 5. Gen, von daher nicht relevant. Oh, das Nidoqueen macht so wenig Schaden, das ist so traurig. Dann gebe ich einfach meinen Glurak fliegen, weil dann kann ich auch endlich mal von A nach B fliegen. Es braucht dringendst die Elementarattacken, und zwar so bald wie möglich. Ja. Mein Nidoqueen braucht Donnerblitzen so. Und Eisstrahl, die beiden mehr nicht. Und die beiden braucht schon. Ich habe ja gar nicht gewusst gehabt, dass Nidoqueen auch Drachenpuls erlernen kann. Nidoking. Nidoqueen weiß ich nicht. Ja, wenn es einer kann, wird es andere auch können, soweit ich weiß. Das ist zumindest relativ unüblich, das kommt erstmal hier. Aber was ist Abok? Hat gar kein Betroer? Cool. Cool. Fettes Like, ey. Mir ist aufgefallen, mein Magneton hat zwei Attacken, die 100, die auf jeden Fall treffen, zwar Sternschauer und Schockwelle, lel. Das ist wirklich lustig. Ich glaube, bringen wir mal Donnerblitz bei. Vielleicht sogar Regentanz und Donner, das wäre auch eine coole Idee, weil dann seine Feuerschwäche ja dadurch wegfällt durch den Regentanz, weißt? Ja. So taktisch gedacht, eigentlich echt eine gute Überlegung so. Mit der Regentanz und Donner. Das ist, also mein Nocturne, das ist jetzt schon ziemlich geil. Eishieb, Donnerschlag und Feuerschlag kann schon. Es wird eigentlich nur noch der Himmel hieb, dann ist es komplett. Also sind wir wieder fast eine Stunde im Auf. Ja, genau. Was ist denn da los? Ja gut, es sind ja jetzt nur drei Parts dann. Ja eben. Ich glaube, wir sollten auch nicht so viel machen, damit Chase halt noch irgendwas mitkommt. Ibitaka, schönes Pokémon. Gell, du hast auch eins. Ja. Ich feiere es voll. Ich setze trotz feiere es nicht, dass es meine Wasserflasche leer ist. Das heißt, ich könnte vielleicht gleich mal unterbrechen. Ah, ich kann dir gerade die, wo bei mir schon 10 Tage alt ist, gerne rüberwerfen. Nee, dann nehme ich lieber was. Ich werf sie in den Keller und du fängst sie auf. Nee, lass mal, ich habe das sicher noch anderes Zeug irgendwie, was ich organisieren kann. Ich möchte jetzt mal gerne noch ausprobieren, hier soll es ja Effekte geben bei Kinesia Studio. Da kann man markieren, ne? Ellipse, markieren, Rahmen, Stift. Ja, wie geht es wieder weg? Wie geht es wieder weg? Ja, gut. Nein, ich werde es hier nicht rumprobieren, der Aufnahme. Das müsste ich mal eine Testaufnahme machen. Das macht sicher nicht eine richtige Aufnahme. Rumexperimentiert. Oh, ich habe noch mal zwei Kreise hingemalt. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Farbe, Breite und jetzt? Ja, wie geht es wieder weg? Ja, wenn man dann das Tool wieder wegklickt, dann geht es auch wieder weg. Ah, das ist eigentlich ein ganz gutes Tool. Kann ich ab und zu mal was markieren, wenn ich mit Camtasia auf. Ja, gut, wenn. Ich habe Poké-MMO vermisst. Ja, ich auch ein bisschen. Also muss schon sagen, Pokémon war schon immer ein relativ chilliges Projekt sonst. Es hat schon Spaß gemacht. Ja.
Auch wenn man eigentlich momentan die ganze Zeit nur kämpft und so, aber irgendwie habe ich es trotzdem vermisst. Du tust ganze Let's Play Camps nur. Erste und dritte ist echt schlimm. Also Kanto ist wirklich schlimm, da kämpft man nur. Hör mir persönlich fast schon die zweite Generation echt richtig geil dagegen. Also zweite Generation würde ich echt gern machen. Es war ja auch wirklich in der Auswahl fürs nächste Pokémon Let's Play, die zweite Gen. Ja gut, ich kann. Für was hast du gestimmt? Ganz ehrlich? Ja. Für Rubin, aber nur aus einem Grund. Nein, ich habe für Kristall oder Kristall oder Ding. Kristall meine ich. Für Kristall meine ich. Mit ja doch Kristall. Aber ich habe mir nur so gedacht, Platin kann ich momentan nicht mehr sehen. Okay. Ja, ich finde Platin ist halt das ist mein Lieblingsspiel. Ich hatte extra Bock drauf. Ja, nein, nicht wegen dir, sondern weil ich die ganze, weil ich bis vor der Abstimmung gerade noch, ich glaube, 6 Parts aufgenommen hatte und so mir nur so dachte, nein, nicht Platin. Und ja, ich bin im Moment am. Ich kann ja dann 2017 mache ich dann wahrscheinlich Kristall auf jeden Fall. Oder was? Ich glaube Schwarz-Weiß 1 werde ich dann auch bald mal noch machen, also. Genau, das werde ich wahrscheinlich als nächstes in Angriff nehmen, weil ich habe noch 3 Regionen, sagen wir jetzt mal, noch nicht so wirklich durchgenommen. Also Blattgrün habe ich ja, die Kanto-Region habe ich jetzt hiermit abgeschlossen, ne? Ja, mit Pokémon. Dann habe ich Höhen noch abgeschlossen durch Rubin. Und wenn ich Platin abgeschlossen habe, habe ich auch noch Sinnoh abgeschlossen. Das heißt, wenn das Projekt hier fertig ist, wird wahrscheinlich ein neues Pokémon-Projekt kommen. Wer hätte es gedacht? Dann habe ich die Wahl nochmal zwischen Johto, weil mein Hardgold-Projekt, das war irgendwann auch nur scheiße. Das beschreibt eigentlich ganz gut. Scheiße. Schwarz und Weiß 1 mit. Aber ich kann jetzt nicht fliehen aus dem Kampf. Oh Mann. Wieso? Schwarz und Weiß 1. Ah, die Region mit Einal oder mit Schwarz und Weiß 2 Einal. Ja, dann kann ich mich halt eben entscheiden, ne? Ich weiß nicht, aber irgendwie zieht mich momentan Schwarz und Weiß 1 sehr an. Ja, es wird definitiv dann nachmachen, also. Also nach. Nach. Wie heißt's? Ja. Nach Kristall. Ja. Jetzt im Moment hat es relativ wenig Sinn. Ich bin aber eventuell sogar dazu geneigt, dann da draußen eine Randomizer mal zu machen. Bei Schwarz und Weiß, weil. Irgendwie machen das auch viele Leute, aber ich finde das gerade bei Schwarz und Weiß 1 bietet sich eine Randomizer ziemlich gut an. Aus welchem Grund? Keine Ahnung, es gibt wieder neue Pokémon, es gibt auch eigentlich schon ganz schön viele Pokémon dann und da ist nochmal so dieser Kick dabei. Weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde dann gerade bei Schwarz und Weiß 1 so das ganze Crap-Zeug raushauen, sowas ist. Ich so, die Box ins Team, also. Wirklich, da werde ich glaube ich mal ein paar coole Pokémon reinnehmen. Ach, muss ich Magsax wahrscheinlich auch mal nehmen oder was ich. Wie heißt er denn? Shadrach, wenn ich auch mal eine Idee durchaus wert. Oh, ich hatte das Pokémon mit seiner scheiß Rauchhaut. Also ich muss jetzt Rauchhaut haben, damit du mal ein bisschen scheiße wirst. So, komm, Turtok rein, Mann. Langsam nervt mich Silfco-Gebäude schon wieder ein bisschen, aber naja, kann man halt nichts machen. Psybeam hier kann nur Verwirrung eigentlich als Schaden anrichten, wirklich effektiv, lel. Ja, das ist schon so. Aber generell, mein Team hat halt nicht so einen Schaden raus, das ist ein bisschen ein Problem. Jo. Ich meine, meins Ahne. Nee. Meine Übung macht halt wirklich überhaupt keinen Schaden. Schade, macht keinen Schaden, mein Pixie auch nicht wirklich. Mein Noctua macht ganz guter Schaden. So, Leute, ich würde mich mal ganz kurz eine halbe Sekunde entschuldigen, während ich mich mal eben um was kümmere. Vielleicht hat man schon gehört, worum ich gern kümmern würde. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wenn nicht, ist es besser so. Also in dem Sinne, bis gleich bei euch. Ist hier ein runter? Mensch, nein. Und ich während der Aufnahme. Nein. Schlimm. So, jetzt muss ich kurz alleine kommentieren. Schlimm. Ja, wir haben jetzt. Das war eigentlich ziemlich ungeschickt im Wasser-Pokémon gegen Wasser-Pokémon-Trainer. Naja. Ja, worüber könnten wir erzählen? Über. Einen Scheißhaufen. Ja. Demnächst habe ich erst einen Rallye in Scheißhaufen gemalt.
Und der war auch noch schön. Wer hätte es gedacht? Ich habe einen schönen Scheißhaufen gemalt. Ja, ja, einen schönen. Nicht einen hässlichen, einen schönen Scheißhaufen. Und das habe ich dann richtig gefeiert. Weil ich krieg nicht oft einen schönen Scheißhaufen, denn meistens wird er hässlich, ja. Also, so richtig mit noch so karierten Dingern und so Schraffierung und dann so 3D-Effekte. Und ja, man hat so richtig schon gesehen, dass es das ganze 3D war. Und ja, ich weiß auch, was 3D ist. Ja, ich habe da eine Brille aufgezogen, na, das funktioniert, ja. Ich habe dann das alles in 3D gesehen. Ja, ja. Und ja, das war auch wichtig, dass ich das gemalt habe, weil die hat dann gesagt gehabt, der Leo, der ist, das hat sie wortwörtlich gesagt, das ist eigentlich so eine Schlampe. Die hat dann wortwörtlich gesagt, ja, der Leo, also der ist voll scheiße, weil der widerspricht mir die ganze Zeit. Und da habe ich gesagt gehabt, ja, dann müssten sie sich vielleicht mal überlegen, warum ich die ganze Zeit widerspreche, weil ich widerspreche ja nicht ohne Grund so. Und dann habe ich einen Scheißhaufen gemalt. Ja, das war jetzt das war die Erzählung vom Scheißhaufen. Es hat für mich eine große Bedeutung, weil ich mal gerne Scheißhaufen, ja, also ich mal die Taktik. Ich habe auch heute mal ein Bild von meinem Geschichtslehrer gemalt und das hinten an die Pinnwand gehangen von einem Vertretungssaal. Und dann hat er erstmal dumm geguckt und dann habe ich gesagt gehabt, ja, das war die andere Klasse und jetzt bekommt die am Montag Stress. Ja, ich mal gerne Scheiße. Ich bin dumm, ich krieg die ganze Zeit jetzt schon Aquavelle. Aber ja, das funktioniert auch so. Und jetzt ist auch Goldini mit einer Aquavelle besiegt, was ich irgendwie nur durch den Regeln wieder erklären kann. So, ich bin auch wieder da, wunderbar. Ah, wunderbar. Haben deine Zuschauer eigentlich mir noch zugehört? Nein. Ah, okay, dann kriegst du bei meinem Part die Geschichte des Scheißhaufens mit. Oh, hier ist übrigens sehr interessant, weil hier geht es. Hier kann seine Pokémon heilen tatsächlich. Das finde ich gut. Das wollte ich sagen, ich habe das geregelt, habe mir auch gleich noch eine neue Flasche Wasser geholt. Das finde ich sehr, sehr gut. Für einen Scheißhaufen oder für eine das verstehst du ja nicht. Also die Geschichte des Scheißhaufens ist wichtig. Die musst du dir irgendwann mal noch anhören. Also. Nein. Vielleicht auch nicht. Nein, nein, einfach nur nein. Einfach eigentlich nur nein. Aber ich fand, also, es war wirklich cool erzählt, also, es gab auch so 3D-Effekte, ja, 3D-Effekte. Ah, ich muss so ein bisschen mit deinen Effekten rumgespielt, dein Camtasia. Ah nein, das könnte ich aber mal noch machen. Wunderbar. Ich wollte gerade noch sagen, ich muss noch die Goldzähne abgeben, ne, und, ja, ich laufe gerade ins erstbeste Haus rein, um Geschenke zu bekommen und ich laufe da rein, wo man die Goldzähne abgeben muss. Naja. War jetzt diese Koga Arena für Stärke oder für Surfer? Ich weiß nicht, ich glaube auch für Stärke. Alles andere würde mich zumindest ein bisschen wundern. Zumindest ein bisschen wundern. Könnte man schon zu Dings, zu zur Zinnoberinsel. Ja, eben deshalb ja. Glaube ich, dass es eher für Stärke war. Jetzt könnte ich schon wieder ausrasten. Jetzt haben wir Besuch. Jetzt schreien die da unten rum. Ja, und Leo und Cell und. Naja, solange man es in der Aufnahme nicht hört, ist ja egal. Ich glaube, bei mir können wir es sagen. Leo, kommst du mal bitte runter? Muss ich am besten sagen, nein, Alter, eigentlich nicht.